Mrs. Thompson ist 66 Jahre alt und lebt in Ghana. Vor einem halben Jahr ist sie in ihrer Küche gestürzt und hat sich ihr Bein gebrochen. Die Rettung gerufen, die hat geschlagene 1,5 Stunden gebraucht, bis sie bei ihr war. Ich glaube, ihr könnt euch alle vorstellen, was das bedeuten würde, wenn sie eine lebensgefährliche Verletzung gehabt hätte. Wieso die Rettung so lange gedauert hat? Die meisten in Ghana, wie in den meisten anderen Entwicklungsländern, haben Straßen keine Namen und Häuser keine Nummern, das heißt Menschen keine Adressen. Ich möchte euch heute Sess vorstellen. Sess hat eine Lösung dafür gefunden. Er hat eine App entwickelt, bei der jeder, der einmal ein Handy in der Hand hat, das eine GPS-Funktion hat, einen Code bekommt. Und dieser Code lokalisiert mich ganz genau und gibt mir dann eine Adresse. Im Idealfall kann das Leben retten. Sess hat dieses Jahr den World Summit Award gewonnen. Der World Summit Award ist ein weltweit ausgeschriebener Wettbewerb, der Handy-Apps und Internetseiten auszeichnet, die einen Mehrwert für unsere Gesellschaft haben. Die Gewinner sind so vielseitig wie die Lösungen, die Menschen täglich finden müssen, um Herausforderungen anzugehen. Das können Lösungen wie die von Sess sein oder technologisch relativ komplizierte, zum Beispiel ein Avatar, der live auf meinem Handyscreen gesprochenes oder geschriebenes Wort in Gebärdensprache übersetzt. Das ist mein Team. Emanuel ist heute auch hier. Und wir schreiben diesen Preis aus, organisieren die Jury und dann weltweit Events, Konferenzen oder irgendwelche Workshops. Weltweit, das heißt bei uns 178 Länder. Offensichtlich 3 mehr als bei TED. Es steht nirgends genau festgeschrieben, wie viele Länder es weltweit gibt, aber 178 ist wirklich fast überall. Und um sowas weltweit auszuschreiben, braucht es ein globales Netzwerk. Ich bin seit 4 Jahren die Projektleiterin des World Summit Awards und lerne täglich Neues dazu, über Herausforderungen und über Dinge, die andere Menschen so erleben. Und dabei konnte ich ein paar Beobachtungen machen, was globale Netzwerke so ausmacht, welche Herausforderungen, aber auch welche Chancen sie mit sich bringen. Organisatorisch zum Beispiel. Wir sprechen häufig sehr oft von Echtzeitkommunikation. Jährlich kommen irgendwelche neuen Tools heraus, die das noch schneller machen sollen, effizienter. Wenn man aber global mit Menschen zusammenarbeitet, die sich in verschiedenen Zeitzonen befinden, ist das irrelevant. Ich habe Menschen in meinem Netzwerk, die nur einmal die Woche Internet haben, vom Breitband gar nicht erst zu sprechen. Deshalb halten wir unsere Kommunikation simpel. Wir versenden hauptsächlich E-Mails und vermeiden große Dateianhänge. Die können den ganzen Posteingang crashen, wenn ich dann ein riesen Video mitschicke. Zusätzlich versuchen wir natürlich trotzdem, unsere Mitglieder über LinkedIn, über Facebook-Gruppen oder das Google Hangouts zusammenzubringen. Wenn ich zum Beispiel Menschen für eine Konferenz an einen Ort bringen möchte, aus aller Welt und gleichzeitig sollen sie da sein, bringt das auch Herausforderungen mit sich. Wenn ich zum Beispiel einen nigerianischen Gewinner nach Wien oder nach Salzburg bringen möchte, muss der bei der österreichischen Behörde in Nigeria sein halbes Leben darlegen, aber auch einen Bankauszug vorlegen, der ein geregeltes Einkommen nachweist. Der österreichischen Botschaft ist es dabei relativ wurscht, dass die meisten Nigerianer überhaupt kein Bankkonto haben. Für uns ist es deshalb wichtig, möglichst flexibel zu bleiben, Lösungen zu finden und auch das Wissen dieses großen Netzwerks dafür zu nutzen, Lösungsansätze zu finden. So ein globales Netzwerk bringt natürlich auch eine unglaubliche kulturelle Vielfalt mit sich. Und auch das birgt wieder Herausforderungen, aber gibt ganz viele Chancen. Ein Facebook-Post, der zum Beispiel in Europa besonders viele Likes bekommen würde, weil er provokativ ist oder witzig, kann woanders einen regelrechten Shitstorm auslösen. Deshalb versuchen wir, jeden Tweet, jeden Text, jedes Bild durch eine Art kulturellen Filter laufen zu lassen, bevor er ans Netzwerk geht. Ich habe euch 2 Beispiele mitgebracht. Der linke obere ist, glaube ich, selbsterklärend, wieso der nicht funktioniert und wieso ich den nicht bringen würde. Würde ich, glaube ich, auch lokal nicht probieren. Der rechte untere, den hat vor kurzem, ich glaube vor 2 Wochen, das Pioneers Festival in Wien gepostet und ich wollte ihn schon teilen. Und dann habe ich angefangen zu überlegen, passt das, wenn ich den global rausschieße? Irgendwie suggerierte, Internet ist ein Menschenrecht. Passt das, wenn andere Menschen nicht sauberes Wasser oder keine Nahrung haben?
Ich habe es dann bleiben lassen. Besonders schwierig wird es aber bei ethisch herausfordernden Themen. Der ganze Luxus in den Golfstaaten. Wir machen einmal im Jahr ein Event in Abu Dhabi. Der ist nur möglich, weil dort eine Art von Sklavenarbeit betrieben wird. In 70 Ländern weltweit wird noch immer Homosexualität strafrechtlich verfolgt. Und in Saudi-Arabien werden Frauen gesteinigt. Dass unsere ehemalige Justizministerin, die Frau Bandian-Ortner, das nicht so eng sieht, wissen wir jetzt auch. Aber auch wir arbeiten mit all diesen Ländern zusammen. Wichtig dabei ist es, dass wir unsere Gewinner und die Menschen, die die Lösungen haben, wie sie diese Probleme angehen oder Kommunikation ermöglichen, nicht mit politischen Systemen oder kulturellen Wertvorstellungen gleichsetzen. Wie die meisten hier in diesem Raum, wir haben ja heute am Vormittag eine Umfrage gemacht, bin ich in Österreich geboren. Das allein privilegiert mich schon. Ich habe es einfacher als fast alle anderen Menschen in unserem Netzwerk, ohne dass ich nur irgendwas geleistet habe, nur weil ich hier auf die Welt gekommen bin. Ich sehe mich auch als halbwegs offenem, politisch relativ gebildeten Menschen und versuche offen und halbwegs vorurteilsfrei auf Menschen zuzugehen. Natürlich gelingt mir das nicht immer. Mein Afrika-Bild zum Beispiel. Meine Oma hat mir schon immer gesagt, iss den Teller auf, in Afrika verhungern die Kinder. So. Oder über die Medien, man hört über die Epidemien, Hungersnöte. Kinderaugen schauen mich aus dem Fernseher an und bitten mich um Geld. Ein neutrales Bild ist da fast unmöglich. Und genau das ermöglicht aber, oder genau dahin bringt einen die Arbeit in globalen Netzwerken. Wenn ich mit Menschen weltweit zusammenarbeite und zwar mit ihnen Projekte umsetze und nicht als Tourist nur ein Land bereise, dann werden diese Eindrücke vermischt, mit anderen ergänzt und Vorurteile ganz automatisch abgebaut. Ich bekomme ein anderes Verständnis für Realitäten. Wir haben dieses Jahr auch einen Gewinner aus Palästina. Mitten im Gazakrieg war ich fast täglich mit ihm in Kontakt. Er hat mir einmal eine E-Mail geschrieben, in dem er sich entschuldigt hat, dass er auf mein gestriges E-Mail nicht sofort geantwortet hat. Aber es ist eine Bombe in sein Büro eingeschlagen. Ich habe mir gedacht, was? Daran denkt er jetzt, dass er mir ein E-Mail schreibt und sich dafür entschuldigt? Ich hätte gedacht, dass er ganz andere Sorgen hat und dass dieser World Summit aber das Letzte ist, was ihn im Moment interessiert, sondern dass er überhaupt schaut, wie es weitergeht. Aber es hat mir wieder mal gezeigt, woanders ist die Katastrophe vielleicht Normalität und mein Fremdbild stimmt vielleicht nicht. Ungefähr dreimal im Jahr fahre ich auf Konferenzen an irgendwelche Ecken dieser Welt. Mein Rucksack ist vollgepackt mit Vorurteilen, aber ich bin ja bewaffnet meiner kulturellen Sensibilität, die ich mir so aufgebaut habe. Vor einem Jahr habe ich kurz vor der Gala eine sehr erfolgreiche IT-Managerin aus Kuwait gebeten, die Laudatio auf die Gewinner einer Kategorie zu halten. 2 Minuten, bevor sie auf die Bühne gehen sollte, kam sie hysterisch auf mich zugerannt und gesagt, ob ich denn nicht bedacht habe und ob ich nicht weiß, dass eine der Gewinnerinnen aus Israel kommt. Unmöglich kann sie da den Preis überreichen. Ob ich mir keine Gedanken gemacht habe, was passiert, wenn ein Bild von ihr in der Presse ist, in Kuwait, wenn sie diesen Preis einer Israelin übergibt. Das kann ihr den Job kosten. Oder 2 Monate nach der Revolution in Ägypten haben wir dort einen großen Event ausgezogen. Chaos eh schon vorprogrammiert, es war Revolution oder gerade nicht mehr. Über den World Summit Award kamen ungefähr 120 internationale Teilnehmer. Am Abend, bevor die alle angekommen sind, war nichts da. Es war wirklich Chaos. Aber was ich wenigstens haben wollte, eine Bestätigung, dass die alle ein Hotelzimmer haben. Und habe die Hotelmanagerin darum gebeten. Ihre Antwort war, Inshallah, confirmed. Mein kultureller Filter, meine Sensibilität, auch das Wissen, dass Inshallah eine Floskel ist, alles weg. Und ich habe diese Dame angeschnauzt, dass sie bitte alle aus dem Spiel lassen soll und mir diesen Stempel gibt. Kulturell sensibel? Weniger. Wie funktioniert denn so ein globales Netzwerk? Wie nutzt man es? Wie steuert man es? Ich bin nicht dieses Netzwerk, auch nicht mein Team. Jeder muss seinen eigenen Teil dazu beitragen und es für sich nutzen. Man ist auch nicht jeden Tag mit Menschen auf der ganzen Welt in Kontakt. Aber man soll einander denken, sich in Erinnerung behalten, vernetzen und wir bieten eine Plattform dafür. Daraus entstehen dann Freundschaften oder Kooperationen. Dieses Jahr hatten wir zum Beispiel 2 Einreichungen, eine aus Brasilien, eine aus Spanien. Und beide haben eine Lösung entwickelt, eine App, wie Menschen mit geistiger Behinderung das Lernen erleichtert wird. Nun arbeiten die beiden zusammen, weil die eine App genau das kann, was der anderen gefehlt hat und umgekehrt. Und das macht ein globales Netzwerk aus. Oder SES, den ich euch ganz am Anfang vorgestellt habe.
Vor 3 Wochen waren wir bei einem Event in Marokko gemeinsam. Und mitten aus einer Session von uns ist er rausgeholt worden von der WHO, weil die draufgekommen ist, dass genau seine App in den Ebola-Gebieten angewendet werden kann. Weil genau da haben sie das Problem, dass sie die Herde nicht lokalisieren können, weil auch dort die Menschen keine Adressen haben. Nun arbeitet er daran und auch das macht ein globales Netzwerk aus. Oder Niki, unser Moderator heute. Vor 2 Jahren, glaube ich, war er das erste Mal bei unserem Event dabei. Und seitdem hat er unzählige Gewinner weltweit auf TEDx-Bühnen gebracht. Und auch er arbeitet mit zahlreichen Menschen aus unserem Netzwerk zusammen und ist mit ihnen befreundet. Und auch das macht so ein globales Netzwerk aus. Was es aber eben wirklich bringt und woran ich wirklich glaube, ist, dass es Blicke öffnet und Vorurteile abbaut. Jede Kultur hat ihre eigene Wertvorstellung. Das Internet kann uns da näher zusammenbringen, zeigt aber auch ganz klar diese Unterschiede auf. Ich persönlich versuche nicht nach meiner eigenen kulturellen Einstellung und nach meinen kulturellen Wertvorstellungen zu urteilen oder jedenfalls nicht sofort, sondern erst mal andere zu akzeptieren und zu verstehen. Dann wird es schon leichter. Wie vorher erwähnt, immer schaffe ich es nicht. Aber ich habe die Hoffnung und glaube daran, dass die Arbeit mit Menschen auf der ganzen Welt uns zu toleranteren und irgendwie auch besseren Menschen macht. Danke.